Liebe Freunde, willkommen bei Bamberg TV1. Es ist Mittwochmorgen, 7 Uhr, es ist knackig kalt, aber wir sind heute unterwegs auf dem Friedhof. Es gibt nicht Berufe, die es, glaube ich, in sich haben. Und wir dachten, wir begleiten heute mal einen Tag die Friedhofsarbeiter. Sprich, ich bin einen Tag als Friedhofsarbeiter unterwegs. Was heute alles auf mich zukommt, ich bin selbst gespannt, das heute bei Bamberg TV1. Und ich muss erstmal dahin zur Friedhofsverwaltung. So, Daniel, guten Morgen. Schönen guten Morgen. Hallo. So, du bist tätig auf dem Friedhof in Bamberg, ne? Jawohl, richtig, als Friedhofsarbeiter. Friedhofsarbeiter, ja, das ist das. Totengräber war früher so die Bezeichnung, das oder? Das ist so, ja, die umgangssprachliche Bezeichnung für einen Friedhofsarbeiter. Viele Leute wissen gar nicht, dass das als Friedhofsarbeiter benannt wird. Mhm. Die meisten Leute gehen davon aus, dass es einfach dieser Totengräber ist. Wie kommt man zu dem Beruf? Bei mir ist das eigentlich ganz einfach zu erklären. Ich arbeite seit 98 auf dem Friedhof Bamberg, weil ich als Steinmetz gelernt habe und bin hier eben dadurch als Steinmetz über die Jahre hier tätig gewesen. Und seit 2012 im Oktober arbeite ich für die Stadt Bamberg eben als Friedhofsarbeiter mit Bestattungstätigkeit. Wie geht dein Freundeskreis und Familie damit um mit dem Beruf? Meine Familie und mein Freundeskreis gehen damit eigentlich recht positiv um, muss ich dazu sagen. Sie sind da recht aufgeschlossen, auch sehr interessiert, weil es halt nicht ein alltägliches Thema ist. Mhm. Und von daher, ja. Also ich bin gespannt, was mich heute erwartet. Ich bin mit dir unterwegs. Natürlich. Wo beginnen wir denn? Wir fangen an in dem Haupttrakt drüben bei uns in der Aussegnungshalle, wo auch die Aufbahrungsräume sind, wo auch die ganzen Abläufe beschrieben werden. Und ja. Das heißt, Sie werden heute Erdbestattung sehen, Urnenbeisetzung, Gruftöffnung. Genau. Richtig, also die Gruftöffnung zum Beispiel auch, weil die wird am Vortag geöffnet, eben um auslüften zu lassen, die ist bereits offen. Mhm. Und ansonsten alles, was mit dem bestattungstätigen Bereich bei uns jetzt am Friedhof damit zu tun hat. Also, dann machen wir uns auf die Socken, wir zwei. Genau, richtig. Du darfst vor, alles ich laufe dir hinterher. Gucken wir mal, ne? So, Daniel, wir stehen jetzt bei der Aussegnungshalle Hallstatter Straße. Richtig. Jetzt gibt es da eine Tür, wo geht es da hin? Genau, und zwar das ist die Tür vom Friedhofswart. Es ist zum Beispiel so, wenn jetzt Angehörige noch Blumen oder Handstreus oder sonst irgendwas abgeben möchten, dann können sie das hier machen. Oder wenn sie einfach Fragen zum Ablauf haben oder wenn jetzt zum Beispiel auch noch eine CD gewünscht ist, dass die Leute vielleicht ein eingespieltes Stück haben möchten während der Aussegnung eben. Und das kann man hier alles beim Friedhofswart eben erledigen. Und man kann ja eigene Musik abspielen? Man kann auch eigene Musik abspielen, je nach Wunsch, je nachdem, weil wir ja durch die Beerdigungszeiten zeitlich etwas begrenzt sind. Wenn natürlich jetzt die Aussegnung vom Pfarrer oder dieser ganze Ablauf länger dauert, dann ist es natürlich nicht möglich. Das ist immer, das muss man mal abwägen. Also das muss vorher abgesprochen werden, dass man halt sagt zum Beispiel, dass der Pfarrer Andacht hält, ein Zwischenspiel eingespielt wird und dann eben der Auszug. Das heißt, nicht nur rausfahren mit dem Sarg, sondern auch wirklich auch noch hier aktiv mitarbeiten, ne? Ja, richtig. Also wir müssen eigentlich in vielerlei Hinsicht mit der Organisation da auf alles ein wenig einwirken, sage ich mal. Also das ist jetzt nicht so, dass wir im Endeffekt nur rausgehen, Gräber aufmachen, Gräber wieder zumachen, sondern wir haben auch ein wenig so mit dem ganzen Ablauf zu tun. Zum Beispiel, dass wir, es ist so, wenn jetzt die Aussegnung ist und die Leute eben zum Grab laufen, dass wir zwischenzeitlich zum Beispiel auch die Blumen ans Grab bringen. Mhm. Wenn jetzt der Bestatter jetzt zum Beispiel selbst sagt, er fährt sie nicht, dann fahren wir die natürlich auch und bringen die dann vor Ort ans Grab. Heftig. So, dann gehen wir doch mal rein. Ja. Gucken wir mal, was uns dahinter erwartet. Genau. So. Ist schon hier ein bisschen ruhig, ne? Wenn man so reinläuft. Ja, wir sind jetzt so, das ist so der Anfang hinter den Kulissen, sage ich mal. Hier befinden sich auch die Aufbahrungsräume, eben auch der Friedhofswart. Die Aufbahrungsräume? Die Aufbahrungsräume, die sind dann hier gleich, die kann ich Ihnen dann gleich zeigen. Und von hier fängt es eigentlich alles an, hier so der Anfang von dem ganzen Ablauf. Wir haben zum Beispiel hier die Pfarrerszimmer, wo die Pfarrer sich einkleiden können. Aha. Je nach Pfarrei, also wir haben jetzt da die ganzen Pfarreien aufgegliedert, zwischen evangelisch, katholisch etc. Hat jede Pfarrei ein eigenes Zimmer? Ja, richtig. Also das heißt nicht dann Heinrich jede, und jede eigene, ja. Es teilen sich jetzt zum Beispiel die katholischen, evangelischen teilen sich natürlich einen Raum. Okay. Aber es ist ja nicht so, dass wir zur gleichen Zeit mehrere Beisetzungen haben, sondern nacheinander die Beisetzungen. Also das ist im ständigen Wechsel tagsüber. Okay. Ja. Aufbahrungsräume sind da hinten, das heißt, dort werden die Verstorbenen? Aufbahrungsräume sind hier vorne, also die Angehörigen, wenn sie das wünschen, eben ihre Angehörigen nochmal zu sehen vor der Beisetzung, ist das direkt am Tag der Beisetzung möglich. Da wird dann vormittags eben durch den Bestatter die Person aufgebahrt
und die Leute können dann vormittags beim Friedhofswart sich anmelden und können dann eben zu ihren Angehörigen nochmal, um Abschied zu nehmen. Wird es heute noch genutzt? Es wird heute noch genutzt, ja, aber eher seltener bei uns, da einige Bestattungsinstitute Selbstaufbahrungsräume nutzen, als ist es bei uns mittlerweile weniger. Okay. Also ist jetzt nicht mehr so die Regel. Bin ja mal gespannt. Also dann laufen wir mal dahinter. Es ist gerade mal 8 Uhr und wir laufen jetzt nach hinten und plötzlich steht schon Sarg draußen. Ja, es ist so, dass vorab die Bestatter ihre Särge hierher bringen. Die werden von uns durch die Aufbahrungsräume hierher gebracht und hier wird dann praktisch alles vorbereitet. Denn es können ja vormittags zum Beispiel die Gärtnereien ihre Gestecke bringen, unter anderem auch den Sargschmuck, wie jetzt zum Beispiel das Sargbouquet. Das heißt, wann wird die Beisetzung heute sein? Die Beisetzung wird heute um 12 Uhr sein. Mhm. Ja. Dann steht er jetzt schon hier? Der steht schon hier, ja. Er ist aber meistens vorher in den Aufbahrungsräumen, weil das die gekühlten Räume sind. Wenn jetzt aber vormittags eben die Gärtner reinkommen, um ihr Sargbouquet zu bringen, können sie das anbringen. Wie geht man tagtäglich mit dem Beruf um, den du hast? Ich meine, du hast jeden Tag mit Hut zu tun, ne? Man geht tagtäglich damit um, ja. Ich muss dazu sagen, für mich ist das eigentlich ein wenig so ein Beruf, den ich sehr gern mache. Echt? Ja, ich muss dazu sagen, es ist wegen. Wie soll man sagen? Ja, man wächst in die Situation rein. Dadurch, dass ich schon immer im Friedhof tätig war, hat man immer wieder irgendwie mit den ganzen Leuten zu tun, mit diesem ganzen Bestattungskultus, sag ich mal. Und für mich ist das eigentlich irgendwie so ein kleiner Traumberuf, sag ich mal. Ein Traumberuf? Obwohl man sich das eigentlich gar nicht so in dem Sinne vorstellen kann, aber es ist halt einfach in gewisser Weise begleitet man eine Person einfach auf dem letzten Weg. Man tut was Gutes und das ist einfach, ja, ich sehe das einfach so. Man weiß das Leben einfach anders zu schätzen. Geniale Einstellung, hat der Daniel. Ja, naja. Das finde ich schon. Ja, ist wichtig. Es ist wichtig, dass man sich vor Augen hält, dass der Tod auch zum Leben dazugehört. Mhm. Und dass man halt auch weiß, was man seine Menschen, die man um sich herum hat, zu schätzen weiß. So, wir gehen mal nach hinten und dann geht's schon weiter. Jawohl. Daniel ist mir plötzlich bei Urnen angekommen. Die stehen jetzt hier mitten im Gang, ne? Ja, richtig. Das ist bei uns die Urnenvitrine. Mhm. Wenn die Angehörigen jetzt zum Beispiel ihre Urne nochmal sehen möchten vor der Beisetzung, dann können sie das hier machen. Die Urnen sind ja so, dass die vom Krematorium innerhalb von 14 Tagen bei uns ankommen. Jetzt, wenn die bei uns ankommen, wird der Beisetzungstermin nicht direkt am selben Tag sein, sondern vielleicht erst 2, 3, 4 Tage später. Und um das einfach schöner zu gestalten optisch, sind halt die Urnen hier in der Vitrine. Es gibt ja eine Überurne. Das heißt, die eigentliche Urne ist ja eigentlich viel kleiner. Genau, richtig. Und drüber kommt die Überurne. Gibt es verschiedene Materialien, Holz, wie ich sehe, Metall? Genau, richtig. Also prinzipiell sind alle Urnen, auch Überurnen, verrottbar. Mhm. Ganz einfach aus dem Grund, weil sie ja im Laufe der Zeit zerfallen müssen. Mhm. Wie man hier sieht, unten dran zum Beispiel, das sind die Urnen, die blanken Urnen, wie sie jetzt auch aus dem Krematorium auch kommen. Und bei den anderen, je nachdem, wie es die Leute wünschen, kann man sich eben eine Überurne dazu kaufen. Brauche ich eine Überurne? Das ist eine Entscheidungsfrage, die Leute für sich selbst treffen. Ich sag mal, die Geschmäcker sind verschieden. Aber ich könnte auch ohne Überurne beisetzen? Ja, natürlich. Man könnte ohne Überurne auch beisetzt werden. Sollen wir mal drauf gucken, Namen dürft ihr nicht sehen, aber da sieht man jetzt hier sowohl den Namen, ja, geboren, gestorben und auch das Einäscherungsdatum. Ne? Genau, richtig. Es ist auch in den Urnen eine Plakette drin, also eine Keramikscheibe, die eben praktisch als Nachweis dient, dass diese Urne auch wirklich diese Urne ist. Ach so, da ist eine fortlaufende Nummer. Das ist immer fest nummeriert, da ist immer eine, ich sag mal, Keramikscheibe drin, wo auch eine Nummer drin ist, wo man auch weiß, das ist wirklich die Person. Jetzt muss ich mal fragen, weil in dem Fall zum Beispiel liegt ja das Sterbedatum und das Einäscherungsdatum bestimmt, und das sind 4, 17 Tage. Ist das normal? Schon lang. Da muss ich dazu sagen, da habe ich keinen Einblick darauf, weil es über das Bestattungsinstitut eben abläuft. So. Es kann natürlich sein, wenn jetzt zum Beispiel der Verstorbene erst spätere Zeit aufgefunden wird. Zum Beispiel, die Person ist jetzt in der Wohnung verstorben, hat keine näheren Angehörigen und es kommt zum Beispiel die Nachbarin an und sagt, es tut mir leid, ich habe da irgendwie Bedenken, dass mit der Frau so und so oder dem Herrn so und so etwas passiert sein könnte, dann kann sich dieses Datum natürlich hinausschieben. Es ist natürlich so, bis zum Einäscherungsdatum ist auch so, es ist nicht so, dass man direkt, wenn man zum Einäschern kommt, auch direkt eingeäschert werden kann. Also nicht? Prinzipiell schon, aber es sind ja mehrere Leute, die zum Einäschern vor Ort sind. Ach so. Dadurch schiebt sich das natürlich auch immer ein bisschen nach hinten. Also wieder was gelernt, ne? Trotzdem ist es schön gemacht, auch mit den zwei Bäumen. Ja. Ich finde es
Sehr pietätvoll bei euch. Ja, das ist auch wichtig. Gerade bei so einer Thematik muss man damit einfach sehr pietätvoll umgehen, auch mit den Angehörigen, dass man einfach ein wenig einfühlsam auf die Leute eingeht. Und man muss das ein wenig so gestalten, dass die Leute auch sich wohlfühlen. Gerade bei der Thematik, wenn es um den Tod geht. Du hast ja recht, Daniel. Wie gehen wir einen Schritt weiter? Das hier sind die Aufbahrungsräume. Wir haben zwei Seiten. Einmal die erste Seite und die zweite Seite. Wird geputzt früher morgen, ne? Ja, richtig, richtig. Also es ist so, dass bei uns die Putzfrauen immer vormittags vor Ort sind und alles reinigen. Dass eben auch, wenn jetzt zum Beispiel die Leute für die Aufbahrungsräume reinkommen, dass auch wirklich alles sauber und in Ordnung ist. Das heißt, Seite 1 und 2 hast du gesagt. Das heißt, wir haben zwei Reihen? Wir haben zwei Reihen mit A, ich müsste jetzt lügen sagen, 9. Okay. Kammern. Man kann sich das auch mal anschauen. Doch so viel? Ja. Dann laufen wir nochmal nach hinten. Ja, natürlich. So. Das hier sind jetzt die einzelnen Aufbahrungsräume. Wie man sieht, in Nummern aufgeteilt, Seite 1, Seite 2, je nachdem mit Nummer, dass man auch weiß, welcher Angehöriger wo liegt. Wenn man jetzt zum Beispiel mehrere Aufbahrungen gleichzeitig hat, dann gestalten wir das auch so, dass wir zum Beispiel eine Aufbahrung auf der einen Seite und eine auf der anderen haben, dass die Leute einfach für den Abschied nehmen, allein für sich sind. Das ist wichtig. Dass Familie A hierher sein kann, darf, genau. Und die andere darf rüber. Genau, richtig, dass halt die Leute sich untereinander nicht, ich sag mal, stören, kann man schon sagen. Stehen oder stören, ja, das ist richtig. Das heißt, wir haben jetzt hier die Scheiben. Genau, richtig. Und Vorhang. Rollo dahinter, das ist alles über das Friedhofswartzimmer wird das gesteuert. Mhm. Wir haben eine zentrale Steuerung, die praktisch die Vorhänge nach oben zieht. Wo man das dann eben freigeben kann für die Leute. Das heißt, wenn die Familie kommt und sagt, ich möchte zu meinem Verstorbenen, dann gibt er genau diesen Aufbahrungsraum frei. Dann begleitet der Friedhofswart die Personen eben hier hinter, sagt, passen Sie auf, Seite 2, Kammer Nummer 2, liegt Ihr Angehöriger, ich mache die Rollos hoch, wir haben auch eine Beleuchtung innen drin, dass das alles schön ausgeleuchtet ist für die Leute, dass sie halt auch, ich sag mal, andächtig Abschied nehmen können von ihnen. Welche Probleme tauchen auf mit Angehörigen? Probleme mit Angehörigen eigentlich eher weniger. Man muss dazu sagen, es ist ein schwieriges Thema. Die Leute haben in dem Moment gerade eine wichtige Person in dem Leben verloren. Man muss da relativ gefühlvoll mit den Leuten umgehen. Man muss auf sie zugehen. Man muss versuchen, da ein bisschen Verständnis auch für sie zu haben. Oder ihnen zum Beispiel anbieten, dass sie Sitzgelegenheiten haben. Einfach, ja, um die Situation zu erleichtern, so gut wie es nur geht. Was sind so extreme Situationen, die passieren können? Jetzt direkt bei den Aufbahrungen, extreme Situationen wären zum Beispiel, dass die Leute vielleicht vom Kreislauf her das nicht verkraften würden oder sonst irgendwas. Ist zwar eher selten oder fast nie der Fall, aber es kann natürlich auch vorkommen, dass Leute emotional dann so geschwächt sind, dass es ihnen einfach nicht gut geht. Heftig, ne? Also ich finde es hier aber trotzdem sehr, sehr schön angerichtet, auch hell die Farben, nicht dunkel. Ja, wir haben das jetzt vor 2 Jahren haben wir das umgestaltet. Es war vorher recht grau und trist, aber bei uns haben wir einen Maler und Lackierer, der hat es eben alles neu umgestaltet, um es einfach ein bisschen angenehmer für die Leute zu gestalten von den Farben. Einfach ein bisschen fröhlicher in dem Sinne. Kann man auch mal dahinter gucken? Ja, natürlich. Dann machen wir das doch mal. Ist natürlich jetzt schon was anderes hier ranzulaufen, ne? Ja, ist richtig. Also hier sind wir in den Aufbahrungsräumen hinter den Kulissen. Ist auch kühl bei euch, ne? Ja, ist richtig. Es wird ja hier runtergekühlt, um einfach die Verstorbenen kühl zu halten. Wie es auch eben in der Tiefkühlzentrale oder wie es halt auch beim Bestatter ist. Das heißt, um die Verwesung zu stoppen? Oder beziehungsweise einfach zu verzögern. Wie lange könnte man jetzt einen Menschen hier aufbauen? Vom Grundprinzip aufbauen, ich sag mal an Vormittag oder an Tag. Aber länger sollte man, denke ich, nicht. Sollte man nicht? Ja. Es riecht jetzt hier auch nicht, man denkt irgendwie, ich dachte jetzt irgendwie so. Nee, dadurch, dass jetzt eben keine Aufbahrungen sind oder keine Verstorbenen in dem Sinne hier sind, dann riecht das auch nicht wirklich. Es ist natürlich alt, es riecht nach Keller, aber es ist jetzt nicht unbedingt in Verbindung zu bringen mit dem Tod. Also, dass man jetzt sagt, es riecht nach Verwesung oder irgendwas. Ja.
Aktuell ist gar keine da, ne? Aktuell haben wir keine Aufbahrung. Wie gesagt, das ist eben eher die Seltenheit, dass wir Aufbahrung hier bei uns haben. Das heißt, die Aufbahrung heißt ja offener Sarg, ne? Offener Sarg. Das heißt, der Sarg wird vom Bestatter mit der Person hierher gebracht, wird dann auch aufgebahrt und präpariert und hingestellt. Und wir haben im Endeffekt nur den Ablauf, dass wir die Angehörigen hierher bringen, eben auf die Seite vom Fenster, dass sie zu ihren Angehörigen eben nochmal sich verabschieden können. Wird es weniger die öffentliche Aufbahrung, also das offene Aufbahren? Ja, bei uns jetzt am Friedhof direkt schon. Mhm. Also eher selten. Hat sich gewandelt, ne? In den letzten ja, Jahren. Ja, richtig. Also ich sag mal, der Wandel so in den letzten 10 Jahren kam der so. Das heißt, normalerweise wird jetzt hier dann der Sarg reingefahren. Genau, richtig. Wir haben die zwei Blumenstöcke und genau. Dann der Vorhang hinten zum Verschließen, dass man sauberen Abschluss hat. Genau, dass die Leute eben ein wenig ihre Angehörigen in einem separaten Raum sehen können. Mhm. Nicht, dass sie so öffentlich stehen. Wir haben auch eine Beleuchtung hier, um eben einfach den Leuten ihre Angehörigen ein bisschen ja, näher zu bringen. Mhm. Wie geht man damit um, wenn jetzt mal recht junge Menschen da sind oder auch Kinder? Also man muss dazu sagen, das sind die extremsten Situationen. Solche Situationen hatten wir schon des Öfteren hier. Ja, wir haben auch ein Födenviertel bei uns in Bamberg, wo auch Föden beigesetzt werden. Ein Födenviertel? Ja, das ist richtig. Wo die Angehörigen eben auch die Möglichkeiten haben, ihr Födenkind eben beisetzen zu lassen. Das sind schon extreme Situationen. Es sind sehr extreme Situationen, gerade wenn man selbst Kinder hat, wie ich. Ich habe selbst eine Tochter. Und das sind so Situationen, die einem nicht nahtlos an einem vorbeigehen. Natürlich, das sind auf jeden Fall Extremsituationen. Das heißt, wenn Kinder hier sind, das ist schon eine ganz, ganz defizile Angelegenheit, nenne ich es mal. Ne? Es ist wirklich die krasse Seltenheit, dass Kinder jetzt zum Beispiel hier zum Aufbauen werden. Mhm. Es gibt natürlich immer wieder Fälle wie durch Motorradunfälle oder sonstiges, wo jetzt auch Jugendliche, sage ich mal, im Alter von 17, 18, 19 Jahren, dass die dann hier nochmal aufgebaut werden, weil die Angehörigen einfach irgendwie in gewisser Weise nicht loslassen können, um einfach Abschied zu nehmen. Mhm. Das sind Extremsituationen. Heftig. Also. Bisschen beklemmend finde ich es, muss man sagen, wie es ist. Man ist nicht jeden Tag an so einem Ort. Natürlich. Außergewöhnlich ist es allemal. Wir gehen weiter und ihr dürft noch ein bisschen euch umgucken. Daniel, jetzt stehen wir hier vor einer Kühlkammer, also wo man den Verstorbenen aufbauen kann, aber drüber sind ja lauter Zahlen, eine Uhrzeit und 2-4. Was heißt das? Das ist ganz einfach zu erklären. Die Beerdigungszeiten sind ja bei uns festgelegt. Das heißt, also feste Beerdigungszeiten? Wir haben feste Beerdigungszeiten, 12 Uhr. Dann haben wir 12.45 Uhr, 13.30 Uhr ist es immer im 45-Minuten-Takt. Ganz einfach aus dem Grund, um diese Spanne zu halten. Weil der Gottesdienst dauert, der Auszug mit dem Sarg dauert eine Zeit lang, einfach um da ein bisschen Luft zwischen den Beerdigungszeiten zu haben. Wir haben das jetzt hier nummeriert, wie man sieht. Das ist jetzt Seite 2 der Aufbahrungsräume. Es ist die Kammer Nummer 4 und die Beerdigung um 14.15 Uhr. Das heißt, wenn jetzt der verstorbene so und so um 14.15 Uhr beigesetzt wird, dann wird er hier aufgebaut, dann weiß man, aha, der Herr so und so ist auf Seite 2, Kammer Nummer 4, 14.15 Uhr Beisetzung. Und wieso oben nicht irgendwie so ein Schild da an der Wand? Das war früher so, das haben sie früher so angebracht. Warum? Das weiß ich selbst nicht. Das ist schon spannend. Wo geht's denn da lang? Hier geht's zu der TKZ, das ist die Tiefkühlzentrale, wo eben die Leute bzw. die Angehörigen von den Bestattungsinstituten eben bei uns in die Kühlung gestellt werden. Tiefkühlzellen? Wieso braucht man Tiefkühlzellen? Wenn jetzt die Bestatter einen Verstorbenen abholen und bringen den bei uns her, dann liegt der natürlich eine Zeit lang in der Tiefkühlzentrale bei uns. Bis der Beisetzungstermin eben ist. Es kann zum Beispiel sein, wenn ein Verstorbener am Montag vom Bestattungsinstitut bei uns eingestellt wird, wir sagen dazu eingestellt, kann natürlich sein, dass der Beerdigungstermin erst am Mittwoch ist. Mhm. Deswegen liegen die Leute dann bei uns in der Tiefkühlzentrale eben oder in der Tiefkühlkammer, um eben praktisch noch gekühlt zu sein bis zum Beerdigungs- bzw. Bestattungstermin. Ach so, und dann hierher, wann kommt der Verstorbene hierher dann? Der Verstorbene kommt direkt nach der Abholung hierher, es sei denn, die Bestattungsinstitute haben selbst die Kühlmöglichkeiten. Ah ja. Dann werden sie natürlich bei den Bestattungsinstituten eingestellt. Ja, dann gehen wir da mal hinter. Jawohl. Angekommen sind wir hinter den Aufbahrungsräumen. Jetzt stehen ja hier Schalen. Richtig, das sind die Leichenwannen, also beziehungsweise die Notwannen. Leichenwannen heißen die auch. Ja, und zwar wenn jetzt die Bestatter an Verstorbenen bringen, dann können die den auch vorab erstmal in den Notwannen unterbringen und in der Tiefkühlzentrale eben einstellen.
Es ist natürlich so, wenn jetzt zum Beispiel der Bestatter eine verunglückte Person hat und hat die zum Beispiel noch im Bergungssack, weil die Leute ja im Bergungssack dann eben geholt werden, dann können Sie sie da bei uns in den Notwannen eben einstellen. Hinter uns die Tür, ganz was Spannendes. Hier gibt es einen Sektionsraum noch. Ich habe mich jetzt auch noch mal informiert. Es war früher der Sektionsraum. Bis vor 8 Jahren sind auch hier Sektionen vollzogen worden. Mhm. Mittlerweile nutzen wir den Raum für israelitische bzw. muslimische Leichenwaschungen. Das heißt, die Angehörigen, wenn eine Leichenwaschung vollzogen werden sollte, dann können sie das hier bei uns auch machen. Die islamische Leichenwaschung, wie kann ich mir die vorstellen? Ich selbst war bei einer Leichenwaschung noch nicht dabei. Das müsste dann beim Bestatter angefragt werden, inwieweit oder wie da vorgegangen wird. Das weiß ich leider selbst nicht. Und die Sektionen heute werden in Krankenhäusern gemacht? Ja, Kliniken? Sektionen werden in Kliniken und in Krankenhäusern eben vollzogen. Okay. Werden dann praktisch vom Bestatter die Angehörigen bzw. die Verstorbenen werden dann ins Klinikum überführt. Dort wird die Sektion vollzogen und werden dann wieder abgeholt und bei uns dann eingestellt. Es ist auch so, dass Verstorbene, die jetzt zum Beispiel verunglückt sind oder Suizid oder durch Mord umgekommen sind, die bei uns eingestellt werden, sind auch sichergestellt. Das heißt, die Personen, die hier jetzt durch einen Unfall oder was verunglückt sind, eben, dass die auch in gewisser Weise von der Polizei unter Beschlagnahmung stehen, also sichergestellt sind hier. Wow. So, da gucken wir mal rein. Da geht's rein. Oh ja. Das ist jetzt hier der Sektionsraum. Wurde wie gesagt bis vor 8 Jahren noch genutzt, mittlerweile eben nur für Leichenwaschungen. Es wirkt ein bisschen unheimlich, wenn man hier drin ist, aber ist ein bisschen mittlerweile wieder in dieser Form, wie er früher genutzt wurde, eben nicht mehr genutzt. Das heißt, hier wurden dann früher praktisch Menschen, die einen Unfall hatten, unklare Todesursache, genau, wurde hier die Sektion durchgeführt, zu gucken, woran ist er wirklich gestorben. Genau, richtig. Wow. So, Daniel, nun geht's weiter. Das sind die Bergungswannen, wie du vorhin erklärt hast. Genau, die Notwannen, richtig. Da gibt es auch verschiedene, ne? Wenn wir mal hinlaufen. Es gibt ja so flache und auch breitere. Und es wirkt nur so. Die Kunststoffnotwannen sind die, sag mal, in Anführungszeichen etwas neueren. Früher in den 60er Jahren hatten einfach diese Metallwannen gehabt. Mhm. Ja. Das heißt, der Bestatter kann sich auch welche mitnehmen? Nee, eigentlich sind die für uns hier, die Notwannen. Okay. Einfach, um, ja, eben wie gesagt, die Verstorbenen oder was, wenn sie jetzt ohne Sarg bei uns eingestellt werden, wie zum Beispiel sichergestellte Personen, dass die halt bei uns in der TKZ eingestellt werden, in einer Wanne. Weil du vorhin meinst, Bergungssäcke. Das heißt, kann man sich so vorstellen, wenn man stirbt zu Hause, wird vielleicht mal Tage später gefunden, dann kommt der Bestatter und gibt ihn in den Bergungssack. Nee, also es ist so, wir haben ja im Endeffekt mit den Abholungen und mit dem Ganzen haben wir vom Prinzip ja gar nichts damit zu tun. Okay. Es ist so, dass Bestattungsinstitute an Verstorbenen zum Beispiel daheim abholen oder jetzt von einem Unfall oder das sonstiges. Es kommt immer ganz darauf an, in welchem Zustand sich die Person in dem Moment befindet. Ist sie natürlich schwer verletzt, blutet etc. sonst irgendwas, dann kommt sie in einen Bergungssack. Das ist, man muss sich das vorstellen wie so einen großen Sack aus Kunststoff an Weißen mit einem Reißverschluss, wo die Person praktisch reingelegt wird und zugemacht wird, eben um eben das Ausdringen von Körperflüssigkeiten etc. einfach entgegenzuwirken. Bei Normalverstorbenen, jetzt wie zum Beispiel die daheim im Bett verstorben sind oder sonst irgendwas, da gibt es dann ein Leichentuch, da werden die Leute ins Leichentuch gebracht und werden dann hier eingestellt. Ah ja, so, und da hinten ist die TKZ, ne? Genau, das ist die Tiefkühlzentrale, sage ich jetzt mal, wo auch die Verstorbenen eben eingestellt werden. Auch eben zur Kühlung von den Särgen, wenn jetzt Verstorbene bei uns eingestellt werden vom Bestattungsinstitut, weil sie keine eigenen Kühlmöglichkeiten haben, können sie sie hier einstellen, wenn jetzt zum Beispiel die Beerdigung erst 2 Tage oder 3 Tage später ist. Wie kalt ist da drin? Hier drin ist um die 6 Grad, um die 3 Grad. Wenn ich 3 Grad? Wir können mal reingehen, dann kann ich Ihnen das zeigen. Oh, das ist aber echt kühl. Da kommt es doch kühl raus. Ja, es sind um die 3 Grad. 3 Grad ist schon knackig, ne? Ja, es ist natürlich dieser Verwesungsprozess, setzt ja erst an einer gewissen Temperatur ein. Und um den Ganzen entgegenzuwirken, haben wir eben hier die Kühlung. Mhm. Das heißt, hier kommen erstmal alle Verstorbenen her, also die jetzt keine eigene Kühlung haben, die Bestatter. Genau, richtig. Und dann werden die bei uns eingestellt, die Verstorbenen.
Und dann wird alles weiter in die Wege geleitet. Das macht dann alles der Bestatter, bespricht eben mit den Angehörigen den Bestattungstermin, legt auch dann bei uns im Friedhofsamt den Bestattungstermin fest. Wird es eine Erdbestattung, wird es eine Feuerbestattung etc. Und ja. Dann wird der Verstorbene auch hier in den Sarg gebracht praktisch. Ja, also es ist so, dass Bestattungsinstitute, die jetzt zum Beispiel keine Räumlichkeiten haben, bei uns eben auch diese Einsargung hier vollziehen. Einsargung heißt das? Einsargung, ja. Also es wird praktisch die Person in einem Sterbehemd und in den Klamotten, die es eben zum Beisetzen bekommt, in den Sarg eben gelegt. Okay, so. Hier haben wir nämlich auch jemanden, ja, der verstorben ist. Ja, hier haben wir einen Verstorbenen. Es ist natürlich für Leute, die keinen direkten Bezug haben, etwas abschreckend, wenn man dann weiß, Gott, hier ist jemand, der verstorben ist. Aber es ist halt einfach der natürliche Lauf des Lebens. Du gehst damit sehr, sehr gut um. Also, ja. Kühl ist, ich würde sagen, wir gehen wieder raus. Ne? Ja, gerne. Nun sind angekommen im Umkleideraum und zwar von euch. Das genau, heißt, ihr müsst euch auch ab und zu mal umziehen. Ne? Ja, natürlich. Zwischendurch haben wir ja eben die Beisetzungen. Es ist so, dass wir vor den Beerdigungen uns natürlich umziehen müssen. Wir haben Waschzeiten, um eben uns, wenn wir jetzt andere Tätigkeiten vorher ausgeführt haben, wie zum Beispiel am Friedhof Pflegetätigkeiten oder sonst irgendwas, müssen wir uns waschen, eben umziehen und haben dann eben unsere Uniformen für die Beisetzung als Sargträger. Ach, ihr seid auch die Sargträger? Wir sind auch die Sargträger, wir machen auch die Urnenbeisetzungen. Wir sind praktisch für alles zuständig, was am Friedhof an Arbeiten auszuführen ist. Das heißt, die Aufbahrung ist das eine hinten, genau, das Organisieren der Beerdigung, Gräber ausheben, Grabpflege, aber auch Sargträger. Auch Sargträger. Das ist unter anderem eine unserer Tätigkeiten. Das heißt, am Tag, wie oft zieht ihr euch um? Es ist so, dass wir uns eigentlich nur zweimal am Tag umziehen. Es ist jetzt so, es wird ja eingeteilt, wer jetzt zum Beispiel zum Bestatten für eine Woche eben eingeteilt ist. Es ist so, dass wir früh unseren ganzen Tätigkeiten eben nachgehen, wie zum Beispiel Friedhofspflege oder Wartungen von Fahrzeugen. Und ab 11:45 ist dann eben die Pausezeit, wo wir uns dann umziehen, waschen können und eben auch unsere Uniform, sag ich mal, anziehen können. Wie sieht die Uniform aus? Die Uniform sieht etwas ähnlich aus wie der von einem Parküberwachungsdienst, sage ich jetzt mal. Echt? Ja, so ähnlich muss man das sagen. Also man hat praktisch Sakko oder eben Winterjacke, Hose, sieht im Endeffekt aus wie ein Jackett. Ist es der leichte Verstorbene und schwere Verstorbene? Kann man sich das anmerken lassen, glaube ich, nicht, ne, beim Sargtragen? Nee, das kann man sich nicht anmerken lassen. Es ist natürlich so, dass wir auch das so gestalten, dass wenn jetzt zum Beispiel schwerere Personen beigesetzt werden müssen durch den Sarg, dass wir auch eine Sechsträgerregelung haben. Das heißt, wir gehen immer zu viert zu einer Beisetzung raus, vier Leute am Sarg und ein Zugführer. Das heißt, es läuft immer jemand voraus, der praktisch voranläuft. Mhm. Hat auch irgendwas mit den Abläufen zu tun, das zeige ich Ihnen dann später auch noch genauer, worum sich das dreht mit dem Zugführer, mit den Sargträgern. Sollte jetzt natürlich eine schwerere Person beizusetzen sein, dann ist eine Person von uns noch direkt am Grab vor Ort und geht dann mit an den Sarg, eben mit dem Zugführer zusammen, damit wir sechs Leute sind zum Beisetzen. Deine Uniform ist auch da? Meine Uniform ist vorne im anderen Umkleideraum. Wir haben einen zweiten Umkleideraum. Ach so. Ja. Wieso zwei? Wegen dem Platz? Nee, weil wir mehrere Leute sind. Wir sind ja nur 5, 6, wir sind glaube ich 14 Angestellte. Jetzt haben wir da hochguckt über die Tür, können wir mal gucken, da gibt es ein Bild. Ja. Wieso hängt das Bild da? Das ist unser Arbeitskollege, der war damals in der Stadtzeitung eben einer von uns, das ist der Herr Poser. Ja. Wurde dann in der Stadtzeitung abgelichtet. Okay, und deswegen hängt er auch da? Deswegen hängt er da, dass man ihn zu Ende hat. Cool. So, dann ziehen wir weiter. Wohin, das weiß ich selber nicht. Nun sind wir angekommen an der Pinnwand und hier hängt zum Beispiel für heute der Plan. Das heißt, wir haben ja heute, also die Namen habe ich jetzt bewusst zugedeckt, Kolumbarium. Was ist das Kolumbarium? Das Kolumbarium ist im Endeffekt die kleinere Aussegnungshalle, auch die älteste Aussegnungshalle. Die ist ja älter wie die Aussegnungshalle hier. Die ist in der Gundelsheimer Straße unten. Und die nutzt man genauso wie hier für Aussegnungen? Die nutzt man hier genauso für Aussegnungen, aber hauptsächlich für Urnen. Also eigentlich nur für Urnenbeisetzungen. Das heißt, dort wird der Verstorbene... Ja. Mit dem Sarg hingebracht?
Bei Sargaussegnungen, wir haben ja keine Sargbestattung oder Erdbestattung und werden ja unten im Kolumbarium gar nicht vollzogen. Ach so. Unten im Kolumbarium werden nur Urnenbeisetzungen ausgeführt, beziehungsweise Sargaussegnungen. Das heißt, Sargaussegnungen ist, wenn jetzt der Bestatter den Sarg überführt zur Verbrennung oder beziehungsweise zum Krematorium, kann ja vorher eine Sargaussegnung vollzogen werden. Aha. Und das wird unten im Kolumbarium auch. So, da haben wir heute eine UA. M-Beiß, das heißt Urnenaussegnung mit Beisetzung. Genau, das ist die Urnenaussegnung mit Beisetzung. Es steht dann auch mit dabei, um welche Grabnummer das es sich handelt und um welchen Platz das es sich handelt. Mhm. Bei uns ist es so, man sieht es auch da hier im Plan zum Beispiel, dass anhand vom Grabstein die einzelnen Urnenbelegungsplätze eben vorgegeben sind. Ah ja, okay. So, dann haben wir hier noch Urnenbeisetzungen heute. Angehörige am Eingang unserer Straße. Das heißt, die warten genau, dort. Das ist eine Urnenbeisetzung ohne Aussegnung. Ohne Aussegnung? Das heißt, die Angehörigen sind dann am Eingang Kundelsheimer Straße. Da geht dann der Kollege von uns mit dem Urnenwagen und der Urne hin und geht direkt mit den Leuten zum Grab. Ohne Aussegnungsfeier, ohne alles. Ohne Aussegnungsfeier, richtig. So, dann haben wir Erdbestattungen, aber nicht ganz. Dann ist ja heute noch eine Gruftbeisetzung. Genau. Das heißt, eine Gruft ist ein Raum. Unterhalb der Gruft Erde? Das ist eine Erdgruft, das ist im Endeffekt, kann man sich das vorstellen wie ein Raum, der praktisch einen Öffnungsmund hat, wo dann Platten drauf sind, die weggenommen werden, um eben beizusetzen. Dann haben wir hier eine ganz normale klassische Erdbestattung und hier haben wir nochmal eine Unaussegnung und Beisetzung, das heißt nochmal in der Hallstatter Straße dann. Das ist jetzt, es ist eben aufgegliedert, wir haben im Kolumbarium die Beisetzungen, Vormittagsbeisetzungen und Beisetzungen Hallstatter Straße, große Halle. Okay, also. Das steht heute an und wie gehen wir weiter? Nun sind wir im Vorraum zur Aussegnungshalle in der Hallstatter Straße angekommen. Hier steht schon ein Sarg, den wir heute früh schon gesehen. Jawohl, richtig. Der hat nachher um 12 Uhr die Bestattung und es genau, wird richtig. Eine Gruftbestattung. Das ist die Gruftbestattung, die wir heute haben. Mhm. Das heißt, der steht schon mal da und wird nachher hier reingefahren. Genau, richtig. Da kommt der Blumenschmuck noch. Richtig, der wird in die Aussegnungshalle reingestellt, eben ausgerichtet und eben der Schmuck bzw. die Blumen, die Angehörigen noch bringen, wenn hier dann. Jetzt gibt es ja den Wagen, darauf steht der Sarg. Jetzt gibt es aber hier noch einen Wagen, der ist viel kleiner und hellblau. Unser kleinerer Barwagen, man muss dazu sagen, das ist für die Beisetzung von Kindern bzw. von Fötenbestattungen. Das Thema Fötenbestattung, das heißt, Personen, die ein Kind verloren haben, schon im Mutterleib, können richtig. Auch die Kinder mittlerweile beisetzen lassen. Können sie beisetzen lassen, ist richtig, auch in kleinen Kindersärgen. Und dafür haben wir auch speziell diesen Wagen. Gibt es da immer einzelne Aussegnungen oder gibt es da für mehr Personen die Aussegnung bei Föten? Prinzipiell sind die Aussegnungen eigentlich Einzel-Aussegnungen. Okay. Es ist nicht so, dass das in mehreren geht, sondern dass das Einzel-Beisetzungen sind. Das war früher nicht der Fall. Früher musste man ja... konnte man die Kinder nicht bestatten, jetzt darf man es mittlerweile. Ne? Richtig, mittlerweile ja. Wir sind auch, glaube ich, einer der einzigen Friedhöfe, die so ein Fötenviertel eben besitzen. Finde ich super, du. Das gibt es hinter uns noch, den Urnenwagen, ne? Genau, richtig. Um das genauer zu erklären, das ist praktisch der Urnenwagen zum Beisetzen für die Urne, weil wir einen relativ langen Weg bis zum Urnengrab haben. Und dadurch haben wir diese Urnenwegen und... Das ist jetzt eben auch die Urnenaussegnung, wie wir es vorne an der Pinnwand eben bei uns gesehen haben, um 14.15 Uhr. Da hinten ist noch so eine Staffelei, das heißt, man kann auch da noch ein Bild vom Angehörigen zur Aussegnungsfeier mit hinstellen. Genau, richtig. Die Bestatter können auch, wenn sie möchten, bei uns dekorieren. Das heißt, sie können Leinwände anbringen oder Bilder von den Verstorbenen, je nachdem, wie es von den Angehörigen eben gewünscht ist. So, dann gehen wir in die Aussegnungshalle rein. So, Aussegnungshalle. Ja, wir befinden uns hier in der großen Halle, die Aussegnungshalle Hallstatter Straße, wo eben auch die Aussegnungen für Erdbestattungen bzw. für Urnenbestattungen. Da war ich auch schon mal privater Natur, ne? Muss ja, man, irgendwann trifft es einen, ne? Es ist leider Gottes so, dass es jeden irgendwann betrifft, dass man Angehörige verliert. Es ist halt eine schwierige Situation, aber es gehört, wie gesagt, zum Leben dazu. Wie ist es, wenn man hier arbeitet und jetzt dann auf eine Beerdigung privat müsste? Wie geht man damit um? Es ist eine ganz komische Situation, weil dadurch, dass man einen kompletten Einblick auf die ganze Thematik hinter den Kulissen hat, ist es für einen selbst, wenn man jetzt selbst eine Beisetzung hat, eigentlich ganz komisch. Mhm. Weil man weiß dann die ganzen Abläufe, man weiß, wie das alles vorgeht. Ich sage aber auch, man kann leichter, denke ich, damit umgehen, wie jetzt jemand, der keinen Bezug dazu hat. Was ich mich oft gefragt habe, wenn man hier war bei Beerdigungen, irgendwann kommt der Punkt, wo der Pfarrer sagt, wir gehen raus.
aber irgendwie sagt keiner was und plötzlich geht die Tür von ihr, kommt rein. Wie funktioniert das? Also wir haben das ist alles durchorganisiert, wir haben einen total strukturierten Ablauf, was das Ganze angeht. Es ist zum Beispiel so, dass die Sargträger bzw. der Zugführer vorausläuft. Der läuft vor und macht zum Beispiel die Tür auf. Die vier Sargträger laufen an den Sarg, warten kurz. Der Pfarrer gibt uns dann das Zeichen, dass wir los können, laufen dann raus mit dem Zugführer und dem Pfarrer und gehen dann praktisch zum Grab. Woher wisst ihr hinter den Kulissen, dass ihr kommen sollt? Das ist ganz einfach. Wir haben am Pult, wo der Pfarrer dann eben seine Rede hält, zwei Knöpfe, eben einmal zum Klingeln, dass wir wissen, okay, jetzt ist es soweit, wir sind fertig mit der Aussegnung. Wir können dann praktisch rein, um den Sarg beizusetzen. Und der zweite Knopf? Das ist, wenn jetzt noch zusätzlich die Leute ein Lied eingespielt haben möchten, können der Pfarrer praktisch klingeln und einläuten, aha, es ist jetzt noch ein Zwischenspiel gewünscht, beziehungsweise ein Lied noch gewünscht. Ach so, wenn ihr sagt, ich habe jetzt meine Rede fertig, möchte, dass das Lied jetzt kommt, drückt ihr den Knopf, drauf, dann wisst ihr, wir müssen starten. Und wenn er sagt, wir sind soweit, zum Grab zu gehen, drückt ihr den zweiten Knopf und gibt euch das Kommando. Ist im Endeffekt eigentlich immer gleich, der Knopf. Vom Prinzip, aber halt einfach, dass wir wissen, okay, es soll eine CD eingespielt werden, beziehungsweise wir sind so weit, dass wir rausziehen können aus der Aussegnungshalle. Das war mir komplett neu, ja? Wieder was gelernt. So, wir gucken nochmal weiter. Wohin? Das seht ihr gleich. Man denkt, man kennt den Bamberger Friedhof, aber es gibt einen Raum, den kannte ich überhaupt nicht. Ja, es ist richtig. Viele Leute wissen es nicht, dass es einen Angehörigenraum gibt. Der Raum ist extra für die Leute hier, wenn jetzt vor der Beisetzung die Leute sich einfach noch ein bisschen zurückziehen möchten, einen Moment für sich eben sein möchten, hat man die Möglichkeit eben hier im Angehörigenraum sich noch ein bisschen aufzuhalten. Das ist mir komplett neu, wusste ich gar nicht. Die meisten Menschen oder die meisten Angehörigen wissen es eigentlich gar nicht, aber dieser Raum besteht eigentlich schon immer. Wow. Daniel, erstmal vielen Dank, Einblick zu bekommen hinter die Kulissen des Bamberger Friedhofs. Jetzt waren wir in dem Verwaltungstrakt und Aufbauungsräume. Richtig. Und jetzt gehen wir, würde ich sagen, im zweiten Teil dann auf den Friedhof. Ne? Genau, richtig. Was machen wir da alles? Ich kann Ihnen am Friedhof die verschiedenen Bestattungsmöglichkeiten zeigen, auch die verschiedenen Friedhofsabteilungen, die wir eben haben, wie zum Beispiel das muslimische Viertel oder unseren Baum- und Skulpturenhain, den wir haben, eben für Urnenbeisetzungen oder Urnenwände beziehungsweise oder die Ehrengräber, die wir am Bamberger Friedhof haben. Wie man auch ein Grab aussieht, wenn wir uns auch angucken. Richtig. Auch ein Urnengrab und eine Gruft. Richtig. Also es wird spannend. Wir gehen an die frische Luft und das Ganze seht ihr morgen dann bei Bamberg TV. Ein Servus Taha und bis morgen. Da gehen wir hin.